Hallihallo, ihr Lieben, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ja, ich war wieder im Action und zwar heute Morgen mit einer guten, sehr, sehr guten Freundin. Und ja, ich wollte eigentlich nur wegen einer bestimmten Sache gucken. Ja, war eigentlich nur ein Teil eingeplant und es ist doch wieder mehr geworden. Wir kennen es alle. Es ist ja so typisch. Typisch Frau, typisch Action, was soll ich sagen? Ich bin dem Action halt verfallen. Was soll ich anderes da noch zu sagen? Aber okay, ich zeige euch mal, was ich heute Schönes gekauft habe, beziehungsweise was dann eigentlich alles so in meinen Korb reingelandet ist. Ob es letztendlich nützlich ist oder ob ich es gebraucht habe, spielt dann da keine Rolle mehr. Hauptsache erstmal haben. Das ist so typisch Frau. Erstmal haben. Ob es dann wichtig ist oder ob man es gebrauchen kann, ist egal. Hauptsache der Schrank ist voll. So. Fangen wir nun an. Und zwar habe ich ein paar Saphiras noch mitgenommen, da meine Tochter ja nun heute Morgen in der Schule war. Ja, habe ich wie gesagt noch ein paar mitgenommen, nicht ganz so viele, aber es gab noch genügend. Und ja, die wurden schon geöffnet, die konnten dann nicht mehr warten. Da haben wir wie gesagt einmal den hier und einmal den. Der heißt Nomus, der blaue. Der hier. Und der hier, das ist der oder die Finja. Ja, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, wenigstens ein bisschen. Hauptsache, ihr seht die Figur. Ja, das haben wir einmal mitgenommen. Jetzt haben wir doch schon ein paar Figürchen. Dann durfte diese Box hier mit von Anna und Elsa. Ja. Die durfte dann auch noch mal mit. Die hatten wir gestern ja auch schon gekauft. Aber ja, solche Boxen kann man ja immer gut gebrauchen. Dadurch, dass ja immer Sachen sind oder Sachen es gibt, die es so verstauen gibt, beziehungsweise die man irgendwo ja verstauen möchte. Bei Kleinkram und auch bei vielen kleinen Spielsachen ist das ja immer so der Fall. Oder auch von Kleinsachen, so von Barbies oder ja, kleine Kugeln, Perlen etc. Irgendwas gibt es ja immer zu verstauen und deswegen, weil die ja so schön ist, sollte die nochmal mit. So, dann haben wir, oder besonders ich habe, ich war ja heute Morgen da alleine, habe ich die nochmal mitgenommen, die Flurries. Schmecken meinen Kiddies ganz gut. Hätte noch das eine oder andere noch mehr mitgenommen an Süßigkeiten, aber habe mich dann doch dezent zurückgehalten. Hab dann gesagt, hab dann so richtig da mit mir gehadert, also habe dann schon sehr, sehr viele da in der Hand gehabt und mir dann angeschaut und dachte mir, na, nimmst du jetzt mit oder nicht? Aber ich bin standhaft geblieben, ich bin hart geblieben, hab's dann doch nicht mitgenommen, ja, egal, anderes Thema. So, dann habe ich Funny Gummy mitgenommen. Meine Tochter hatte ja jetzt, glaube ich, schon Orange, Pink und sowas. Und jetzt habe ich heute nochmal Blau mitgenommen. Ja, jetzt weiß ich nun auch, was Funny Gummy ist. Ja, ist ganz witzig. Hätte ich nicht gedacht. Ist auch total so witzig verpackt hier. Beziehungsweise, ja, wenn man das sieht, dann könnte man gar nicht glauben, was das alles kann. Beziehungsweise, für was das eigentlich ist. War mir vorher auch gar nicht so klar, was das ist und für was es ist. Also, ich hatte da gar keine Ahnung. Jetzt weiß ich es. Wie gesagt, das durfte nochmal mit. Ja, dann habe ich diese beiden gefunden. Einmal Einhorn, diese 3D Unicorn Color Your Own. Und zwar haben wir dann diese Motive. Und wie gesagt, ja dann in Meerjungfrauen. Einmal hier nochmal. Ja. Das war auch recht günstig, habe ich dann nochmal mitgenommen. Ich dachte, meine Tochter freut sich vielleicht darüber. Ja, dann habe ich diese Tischdecke hier mitgenommen. 1,40 mal 1,80. Die war recht günstig. Also ja, bin mal gespannt, wie die so sein wird hier. Ja, ob die dann auch ja, abwaschbar ist, beziehungsweise ob die dann dementsprechend dann auch so ist. Also im Ich habe da noch nie Tischdecken gekauft, egal in welchem Action. Bin auch sehr gespannt, ja, wie die so ist. Habe sie dann in Rosa mitgenommen. Dachte ich mir, ja, kann man mal hier mitnehmen, ne? Sieht dann hier in dieser Farbe halt aus. Ja, es blendet vielleicht jetzt gerade ein bisschen das Licht von außen, beziehungsweise das Tageslicht. Aber war recht günstig. Kann man hier mal ausprobieren. Ja, dann habe ich noch diese hier gesehen, ganz unspektakulär. Also diese Innensohlen.
diese Einlegesohlen, dachte ich mir, nimmst du mal mit. Sind zweimal drin und die kann man sich ja selber zurechtschneiden. Und die braucht man ja immer mal, wenn dann doch der eine Schuh zu groß ist oder unbequem ist oder wie auch immer. Oder wenn man da so ein bisschen noch einen stärkeren Halt drin haben will. Oder ja, wie gesagt, also das kann man ja immer mal gebrauchen und für zwei Paar. Also es war echt ein günstiger Preis. Da dachte ich mir, nehme ich mal mit. Also haben wir gut, dass ich es noch gesehen habe. Ja, dann habe ich natürlich auch wieder hier diese Teelichthalter mitgenommen. Diese mit den Batterien. Finde ich richtig gut, diese Teelichter, muss ich sagen. Also die kosten ja 99 Cent. Und für vier Stück finde ich gar nicht mal so schlecht. Habe ich dann auch gleich zweimal mitgenommen. Dadurch, dass wir auch Teelichter ja selber basteln. Und ja, wir natürlich auch ein paar Dekosachen natürlich haben, wie jeder so im Haushalt. Und ja, bevor ich dann da irgendwelche echten Kerzen, was dann natürlich auch immer ein bisschen gefährlich ist mit kleinen Kindern, ist das natürlich eine tolle Sache. Ja, ein guter Kompromiss, dass man sagen kann, okay, kann nichts passieren. Einmal rein, einmal Batterie rein und gut ist. Und dann hat sich die Sache und das finde ich ganz gut. Und die ja, machen richtig gut Licht, muss ich sagen. War ich sehr beeindruckt von, war ich echt, ja, habe ich gedacht, Mensch, das gibt es ja gar nicht. Also so viel Lichtschwäche. Ich dachte wirklich nur ganz, ganz leicht und gar nicht so stark. Aber doch, ja, finde ich gut. Die werde ich definitiv öfters kaufen und vielleicht auch noch ein paar mehr kaufen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Also haben mir echt gut zugesagt, muss ich sagen. Die sind ihr Geld auf jeden Fall wert. Ja, dann habe ich noch mal... ja, obwohl wir es wahrscheinlich mit Sicherheit nicht mehr brauchen und ich wahrscheinlich schon gefühlte 100 Stück bestimmt habe. Und ja, aber irgendwie, ihr wisst ja selber, wie es ist, wenn man Kinder hat, dann kriegt das ein oder andere Radiogummi, Bleistift, Anspitzer etc. kriegt ja irgendwie immer Beine. Und dann, ja, wundert man sich ja, habe ich doch erst gekauft, wir waren doch erst los und dann ist die Diskussion immer groß. Und dann habe ich dann halt diese Anspitzer nochmal gesehen und habe die dann nochmal mitgenommen. Ich sage, mein Gott, wenn man dann zwei, drei Stück zu Hause hat, mein Gott, dann hat man es eben, ne, was man hat, hat man. Dann braucht man wenigstens nicht mehr im Schreibwarengeschäft los, muss dann nicht mehr das teuer bezahlen und hier war das recht günstig. Und das hat mir auch vom Design her gut gefallen, was natürlich auch gut war, einmal für dicke und einmal für dünne Stifte. Von daher fand ich ganz gut. Durfte dann mit. Ja, dann habe ich nochmal die Batterien gekauft. Die 2032er, die CR2032. Und ja, da brauchen wir auf jeden Fall welche von. Vor allem wegen den ja, Kerzen, diese LED-Kerzen. Da müssen nochmal in den kleinen welche rein, dass die dann noch leuchten, weil jetzt so, wenn bald die Herbstzeit und auch die Winterzeit, dann hat man ja gerne Kerzen an und auch irgendwelche kleinen Lichterketten, dann braucht man ja immer wieder mal Batterien, weil man sich ja dann auch zu Hause gemütlich machen will. Ja, dann habe ich ganz unspektakulär halt dieses Band mitgenommen, dieses Geschenkband und da dachte ich mir, nehme ich das mal mit, weil ich hatte keins mehr, beziehungsweise auch nicht solche Farben. Ja, und das ist auf jeden Fall 5 mm mal 10 Meter. Ja, kann man was mit anfangen und ja, ein bisschen die Geschenke verschönern. Dann habe ich nochmal Pinsel mitgenommen. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück drin. Und ich dachte mir, nehme ich die mal mit. Wenn dann doch mal wieder der eine oder andere schreit, oh, ich brauche Pinsel oder die sind dreckig oder kaputt oder wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ja, dann hat man was vorrätig, dann hat man was da. Und brauche ich mir da keine Sorgen machen, weil ich dann halt darauf zugreifen kann und muss dann nicht wieder los. Wenn man drei Kiddies im Haushalt hat und davon zwei ja, Schulkinder, wisst ihr ja, was da immer alles drauf geht und wie viel entweder kaputt oder verloren geht. Dann habe ich das gleiche auch nochmal in Borstenpinsel in den verschiedenen Größen besorgt. Und ich dachte, so 10 Stück ist mal nicht schlecht. Ne, 2, 4, 6, doch 10 Stück. 10 Stück auf jeden Fall drin. Und ich dachte mir so die Größen, weil das sind ja meistens so hier auch die 8er, 10er, 6er, 10, 12er, 4er. Und das sind ja meistens so die gängigsten, die sie so brauchen. Und ja, da dachte ich mir, nehme ich die mal mit. Vor allem jetzt bei Kunstunterricht und solche Sachen oder wenn mal irgendwas anderes am Start ist, dann wird auf jeden Fall das benötigt, auch für zu Hause natürlich zum Basteln, ist ganz klar. Ja, dann habe ich nochmal dieses Geschenkband nochmal mitgenommen. Oh, Entschuldigung.
Der musste gerade raus, Entschuldigung. Ja, 7 cm breit und 2 m sind drauf. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das letztes Mal auch schon mit hatte oder ob das etwas dunkler war, aber ist auch egal. Ich brauchte auf jeden Fall noch eine Rolle. Dadurch, dass ich auch noch mal halt, wie gesagt, einen Kranz gestern mitgenommen habe, weil ich ja auch einmal fürs Fenster und für die Tür einen Kranz machen möchte. Und daher brauche ich halt dementsprechend so viel Bahn. Und da dachte ich mir, nehme ich nochmal mit. Das andere war mir einfach zu dunkel. Das war so ein komisches Grün und so komische Rottöne. Das hat mir nicht ganz so zugesagt. Das war mir auch viel zu dunkel, war nicht so freundlich und ja, das war okay. Ja. Dann habe ich auch noch ein paar Stickers mitgenommen. Da konnte ich irgendwie wieder nicht dran vorbei. Ja, ich hoffe, ich habe nicht irgendwas doppelt, aber wenn, ist ja auch nicht schlimm. Ich sag mal, kann man ja immer gebrauchen. Und da ich halt so ein Sticker-Fan bin, habe ich mir noch mal ein paar ausgesucht. Die sehen dann einmal so aus. Genau. Und sind dann von der anderen Seite dann jeweils so. Und die Motive fand ich ganz witzig, fand ich ganz süß und die haben mir auf jeden Fall zugesagt. Ein paar davon hatte ich ja schon, deswegen brauchte ich die anderen nicht mehr mitnehmen. Und so zwei, drei Motive haben mir da nicht so zugesagt, deswegen habe ich mir die ausgesucht. Und die etwas größeren Stickers finde ich immer ganz gut. Und die Motive halt, wie gesagt, auch. Dann durfte das hier noch mit. Die fand ich ganz lustig hier mit der Eule, mit dem Huhn und oder beziehungsweise Hahn und mit den Häusern. Ja, das war so meins. Mal was anderes. Man muss ja auch mal was anderes nehmen, nicht immer das Gleiche oder muss ja auch nicht alles doppelt und dreifach zu Hause haben. Ich dachte mal, versuch's das mal auch mal mit anderen Motiven. Und ja, wie gesagt, konnte ich nicht dran vorbei, musste mit. Ja, und zu guter Letzt halt dieses hier. Habe ich grundsätzlich auch wegen dem Reh mitgenommen und den Federn. Auch diese hier oder die Laterne fand ich ganz toll. War auf jeden Fall meins. So mit den Briefumschlägen fand ich ganz süß. Ja, wie gesagt, diese drei Umschläge durften, was heißt Umschläge, diese drei Stickerbögen, die in den Umschlägen, die verpackt halt sind, die durften halt nochmal mit. Ja. Haben mir ganz gut gefallen. Ja, war auch ganz lustig heute Morgen. Fand ich auch ganz gut. War auch ganz amüsant. War jetzt auch nicht ganz so brechenvoll. War okay. Man konnte schön in Ruhe durchgehen und man hatte Ruhe dafür. Und ja, war in guter Gesellschaft, weil ja, wie gesagt, mit meiner Freundin da war. Ja, und das war ganz lustig. Sie hat dann da auch das eine oder andere gefunden. Hat dann auch, ja, schöne Sachen geordert da und ist dann auch zufrieden rausgegangen und fand das auch gar nicht mal so schlecht. Ja. Wie gesagt, das war es schon wieder von mir. Das wollte ich euch nur mal gezeigt haben, was ich heute noch so ergattert habe. Ja, das eine oder andere, wie gesagt, wollte ich ja holen für meine Tochter und das andere, ja, ist dann, wie gesagt, wieder mit reingeplumpst und letztendlich war man dann wieder 25 € los. Ja, das geht dann mal ganz schnell, wenn man dann nicht aufpasst oder dann dem Action dann so verfallen ist, dann kommt dann doch das eine oder andere Eurochen dazu. Ja, wie gesagt, Leute, das war es wieder von mir. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt die letzten Sonnenstrahlen, wenn sie dann bei euch sind. Ja, genießt noch den Abend. Macht's gut. Eure Melli. Ciao, ciao.